In diesem Film erzählen wir, wie Naturkräfte unsere Welt formen. Die Erde verändert sich seit 4,5 Milliarden Jahren, langsam, aber stetig. Dabei formen Sonne, Eis, Wasser und Wind das Land und es entstehen kuriose Gebilde. Wie diese Felsformation im Pfälzerwald. Der Sage nach ist dies der Tisch eines finsteren Gesellen, der sich nachts einen Platz zum Essen gebaut hat. Der Teufelstisch. Eine Attraktion und eine Herausforderung für jeden Kletterer. Doch nicht der Teufel hat diesen Felsen erschaffen, sondern exogene Kräfte. Also Kräfte, die von außen einwirken. Der Turm ist 14 Meter hoch und die Platte allein wiegt etwa 280 Tonnen. Trotzdem ist die Konstruktion stabil. Aber wie ist er entstanden? Um das herauszufinden, müssen wir weit in die Vergangenheit reisen, als Deutschland eine Wüste war. Vor etwa 250 Millionen Jahren. Zu dieser Zeit wäre auch Frankfurt, etwa 160 Kilometer nördlich vom Teufelstisch, von Sand bedeckt. Pangäa heißt der Superkontinent, auf dem das heutige Deutschland liegt. Das Klima? Heiß und trocken. Die Sandkörner werden im Laufe der folgenden Jahrmillionen mit hohem Druck aneinander gepresst und verketten sich. Sandstein entsteht, die Bausubstanz des Teufelstischs. Und zum Beispiel auch der Lange Anna auf Helgoland. Dann verschwindet die Wüste und die Welt verändert sich. Wie? Das weiß der Geologe Colin Devi. Seit der trockenen, heißen Zeit sind weitere 50 Millionen Jahre vergangen. Und der einstige Superkontinent Pangäa beginnt auseinanderzubrechen. Es entsteht ein Nordkontinent, ein Südkontinent und Eurasien und dazwischen Ozeane. Deutschland bleibt aber zusammen und bewegt sich mit Eurasien mit großen Schritten Richtung Norden und dringt zunehmend in gemäßigten Breiten ein. Jetzt liegt Deutschland ungefähr auf der Höhe von Italien und ist mit Meer bedeckt, das Jure-Meer, das von den Sauriern beherrscht wird. Aus Wüste wird Meer. Auch der Frankfurter Raum liegt jetzt unter der Meeresoberfläche. Darüber fliegen Dinosaurier und suchen nach Beute. Dann verschwindet das Meer wieder. Das Gebiet um Frankfurt wird zum Urwald. Vor 50 Millionen Jahren. Und vor 25.000 Jahren ist Deutschland teilweise mit Eis bedeckt. Dies ist das Eiszeitalter. Zu dieser Zeit entsteht der flache Norden und große Urstromtäler wie das Tal der Elbe. All diese Naturkräfte, Wind und Sonne, Wasser und Eis, sind exogene Kräfte. Also Kräfte, die von außen einwirken. Sie lassen Gestein verwittern. Durch diese Verwitterung lockert sich das Material. Und durch Erosion wird es dann abtransportiert. Noch viel besser als am Teufelstisch kann man im Donautal sehen, welche Kräfte Verwitterung und Erosion bilden. Hier hat sich die Donau durch das Kalkgestein gearbeitet, es gelockert und abgetragen. Dadurch entstanden Felswände, die teilweise 200 Meter hoch sind. Tag für Tag setzen exogene Kräfte der Erdoberfläche zu. Über Jahrmillionen ganz verschiedene Naturkräfte, von Hitze bis Eis. Verwitterung und Erosion formen unsere Landschaften. Exogene Kräfte können aber auch ganz plötzlich Landschaften verändern. Große, spektakuläre Ereignisse wie zum Beispiel ein Meteoriteneinschlag. Besonders gut ist das am Nördlinger Ries in Bayern zu sehen. Hier schuf ein Meteorit einen etwa 24 Kilometer großen, nahezu kreisrunden Krater. Naturkräfte erschaffen Gestein und zerstören es wieder. Warum aber hat der Teufelstisch eine so bizarre Form? Weil die Tischplatte aus viel härterem Stein ist als der Sockel. Deshalb hielt sie den Naturkräften länger stand, während der weichere Sockel nachgeben musste. Das ist der Grund, weshalb aus dem Gestein eine solch sagenumwobene Attraktion wurde. Charakteristisch für die Landschaft des Pfälzerwaldes. Welche verrückte Steinformation habt ihr schon mal gesehen? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Wenn ihr mehr über Steine wissen möchtet, haben wir hier zwei Videos für euch verlinkt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Abo da.